Hallo Leute, heute gibt es ein Video, welches ich schon lange geplant habe, lange versprochen habe und endlich kann ich es aufnehmen, weil es geht heute um meine Bullet Journals, beziehungsweise explizit um mein Bullet Journal für 2023. Und ich dachte mir, ich zeige euch auch ein bisschen was von meinem 2022er Bullet Journal und versuche so ein bisschen zu erklären, warum ich meine Overlays habe, wie ich sie habe und wie ich mein Bullet Journal für das kommende Jahr aufgesetzt habe. Freue mich unglaublich. Ich liebe es. Es ist mein viertes Bullet Journal in Folge jetzt. Ich freue mich immer enorm auf den Jahresumschwung und auf ein neues Bullet Journal, wenn man einfach jedes Mal neue Möglichkeiten hat und nochmal so ein cleanes Bullet Journal hat, wo man seine neuen Ideen reinschreiben kann. Vielleicht fange ich erstmal damit an, euch mein 2022 Bullet Journal vorzustellen. Das sieht schon ein bisschen wrecked aus, weil es seit einem Jahr im Gebrauch ist. Ich habe hier auch angefangen, Sticker drauf zu kleben, welche ich schön finde. Ich liebe das sehr. Ich glaube, das ist mein Lieblings-Bullet Journal, was ich bis jetzt gemacht habe. Und ich weiß auch nicht, ob das getoppt wird nächstes Jahr. Die erste Seite von dem Bullet Journal ist natürlich Bullets und Colors. Das habe ich natürlich dieses Jahr genauso wieder übernommen. Beziehungsweise es haben sich ein paar Kleinigkeiten geändert. Und zwar bei dem Color Key, weil ich tatsächlich 2022 meinen Bachelorabschluss fertig gemacht habe. Somit nicht mehr zur Uni gehe und das nicht mehr in meinem Kalender brauche. Und ich habe dafür das ein bisschen unterteilt in Stream und Content Creation und alles, was self-employed ist, also alles, was mit der Selbstständigkeit zu tun hat, was aber halt nicht konkret gerade Streams oder andere Content Creation ist. Einfach, damit ich für mich da nochmal so ein bisschen besseren Überblick habe und das ein bisschen besser mental auch unterscheiden kann. Ansonsten ist dort alles gleich. Ich habe immer noch Arbeit, Freizeit, gesundheitsrelated stuff. Da packe ich nicht nur Arzttermine und Therapie rein, sondern zum Beispiel auch Sport. Und alles Wichtige ist orange. Als nächstes kam 2022 mein Future Log bzw. mein Kalender. Das Ganze habe ich so gemacht, dass ich oben als Kästchen quasi den Monat einmal aufgeschrieben habe, damit ich einfach sehe, wie viele Wochen hat dieser Monat, welcher Tag ist welcher Wochentag etc. pp. Und darunter eine Liste, wo ich ein paar Sachen einfach eintragen kann an Terminen. Jetzt nicht viel, halt Geburtstage oder wenn ich irgendwie weg bin, dass ich mir das dort eintragen kann. Und das fand ich so gut letztes Jahr, dass ich das dieses Jahr auch übernommen habe. Sieht aber jetzt ein bisschen anders aus, einfach weil das Spacing von meinem neuen Bullet Journal anders ist. Also die Dots sind alle ein bisschen weiter entfernt voneinander und auch weniger Dots. Das heißt, es sieht alles ein bisschen größer aus. Auf jeden Fall habe ich das auch schon vorbereitet alles. Der Kalender steht. Ich habe auch schon die wichtigsten Termine eingetragen, beziehungsweise die wichtigsten Geburtstage. Viel mehr gibt es auch noch gar nicht einzutragen, weil ich noch gar nicht weiß, wann was stattfinden wird. Aber es ist auch immer ganz schön, so Anfang des Jahres einfach so einen leeren Kalender erstmal zu haben. Und auch hier habe ich so ein bisschen auf die Farbauswahl Acht gegeben. Also ich versuche immer den Monaten nach dem Vibe, den sie mir geben, eine Farbe zu geben. Zum Beispiel sind für mich die Wintermonate blau, die Frühlingsmonate eher grün. Rosa ist für mich Februar und September, weil das meine Lieblingsmonate sind. Dann kommt als nächstes, mir fällt gerade auf, dass tatsächlich die beiden Bullet Journals sich von dem Jahressetup sehr ähneln, beziehungsweise eigentlich 1:1 gleich sind. Nur hier und da ein paar Anpassungen, aber auf jeden Fall ist das Ganze sehr ähnlich. Denn als nächstes kommt sowohl 2022 meine Bucketlist, hier noch sehr simpel aufgeschrieben einfach nur. Und auch 2023 kommt als nächstes meine Bucketlist. Diesmal mit so ein bisschen mehr Verzierung und einem Sticker. Ich wusste nicht so genau, was ich auf der anderen Seite machen soll. Vielleicht fällt mir noch irgendwas ein oder vielleicht, das wäre eigentlich auch eine ganz coole Idee, dass ich dort Polaroids sammle von bestimmten wichtigen Momenten oder bestimmten Errungenschaften dieses Jahr, beziehungsweise wenn ich etwas von der Bucketlist abgearbeitet habe. Zum Beispiel, wenn ich in Paris bin, ein Polaroid vom Eiffelturm. Meine Bucketlist steht auch schon so halb. Falls mir noch irgendwas einfällt, schreibe ich es noch dazu, aber ich habe es jetzt schon mal alles runtergeschrieben, was ich mir vorgenommen habe für nächstes Jahr. Und zwar sind darunter mein Meerjungfrauen-Tattoo bekommen, nach Köln fahren zu Sarah ins Studio, ins Tonstudio, JudgeCon Paris, Gamescom, Katzen adoptieren, Single bleiben. Das hat auch einen besonderen Grund. Ich möchte dieses Jahr mich auf jeden Fall auf meine Selbstliebe fokussieren und wirklich den Schritt hinbekommen, diese Sicherheit in mir selbst zu verfestigen. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, für 2023 Single zu bleiben, Podcast starten, neue Stream-Formate ausdenken und regelmäßig ausführen. Und Vloggen möchte ich auch machen nächstes Jahr. Genau, das ist meine Backup.
Bucketlist bisher. Und hier ist sie festgehalten. Hier und nirgendwo anders. Als nächstes ein absolutes Highlight, was ich jetzt auch schon seit, ich glaube, 5 Jahren mache. Also schon bevor ich das mit dem Bullet Journaling angefangen habe, habe ich das in meinen Kalendern schon geführt gehabt. Und zwar Years in Pixel. Ich mag die Farben, die ich dafür benutze, nicht. Aber es ist so ein bisschen eine Kontinuierlichkeit da drin, weil ich das jetzt ja schon seit, wie gesagt, 5 Jahren mache. Deswegen habe ich das jetzt einfach beibehalten mit den Farben. Ich hatte tatsächlich ein sehr gutes Jahr, was meine Stimmung angeht. Ich glaube, der einzige Monat, der richtig schlecht war bis jetzt, ist der Dezember. Also der Dezember, da ging es mir wirklich nicht gut. Und das sieht man gar nicht mal so sehr im Years in Pixel, weil ich immer mal wieder auch zwischendurch gute Tage habe. Auf jeden Fall habe ich mitten im Jahr angefangen, etwas Neues zu machen, was ich jetzt auch in 2023 mit in die Legende eingefügt habe. Und zwar tracke ich jetzt hier nicht nur meine Stimmung, also von awesome, good, okay, bad und worst, sondern auch meine Hochspannung. Falls ihr nicht wusstet, ich habe Borderline und ich habe öfter mal einen Zustand, der sich Hochspannung nennt, wo ich halt in einen emotionalen Zustand gelange, der sehr anstrengend ist, sehr intensiv ist, sehr negativ intensiv. Und das tracke ich jetzt hier auch einfach mit einem schwarzen Punkt. Also wenn ich irgendwann mal einen Tag hatte, wo ich eine Hochspannung hatte, mache ich einfach einen schwarzen Punkt in die Mitte, um einfach ein bisschen den Überblick zu haben, wie oft es tatsächlich passiert. Das ist so eine kleine Anpassung, die ich jetzt so fürs neue Jahr gemacht habe. Als nächstes kommt mein Reading Log. Ich habe das in 2022 ein bisschen random gemacht. Also dieses Bücherregal, was ihr hier seht, ich habe es einfach aufgemalt. Ich habe auch nicht gezählt, wie viele Bücher ich da reingemalt habe und so weiter und so fort. Und wie ihr seht, habe ich es auch einfach nicht gut geführt. Ich habe da nicht alle Titel reingeschrieben, auf jeden Fall von den Büchern, die ich gelesen habe. Dafür finde ich die andere Seite sehr gut, wo ich einfach den Namen, die Daten und das Rating bzw. noch Notes dazu aufgeschrieben habe. Also ich mag meinen Reading Log sehr, sehr, sehr gerne und habe das natürlich deshalb auch übernommen. Diesmal aber mit einem kleinen Twist. Und zwar ist das Bücherregal auf der Seite nicht ganz random angeordnet, sondern ich habe mir vorgenommen, dass ich dieses Jahr 24 Bücher lesen möchte. Also das heißt quasi 2 Bücher pro Monat. Das ist eine Menge und ich weiß auch, dass es eine Menge ist, aber ich habe mir es vorgenommen und ich habe Bock, einfach mehr zu lesen und es wieder mehr in mein Leben zu integrieren. Und deswegen habe ich jetzt hier mein Bücherregal mit 24 Büchern, die ich alle befüllen möchte dieses Jahr. Also es ist quasi so ein bisschen so ein Goal-Tracker eher. Und dann natürlich noch die Liste vom Reading Log, wo ich trotzdem immer noch draufschreiben kann, von wann bis wann ich das Buch gelesen habe und was für eine Benotung ich dem Buch gebe. Weiter geht's mit einer meiner Lieblingspages und zwar sind das die Monthly Highlights. Das kann ich euch jetzt von 2022 nicht so gut zeigen, weil da sehr viele private Dinge auch drin stehen. Aber deswegen zeige ich es euch jetzt von 2023. Es ist quasi das gleiche Overlay und dort werde ich jeden Monat zum Monatsbeginn einmal reflektieren, was ich letzten Monat alles so erlebt habe. Und es ist halt übel cool, wenn man auch so zurückblicken kann und sich das dann durchlesen kann und sich dann denkt, wow, ich habe so viel gemacht in einem Monat. Liebe, liebe, liebe es am Ende des Monats einmal so zu reflektieren. Und genau das gleiche auf der nächsten Seite, das kann ich euch jetzt von 2022 auch nicht zeigen, weil es ist quasi das gleiche Overlay nur für Therapy and Thoughts, also quasi, dass ich meine Therapiefortschritte und meine Gedanken zu meiner mentalen Gesundheit hier aufschreibe. Im optimalen Fall wünsche ich mir, dass ich das in Zukunft so mache, dass ich nach jeder Therapiestunde mich einmal hinsetze und aufschreibe, was ich in dieser Therapiestunde gelernt habe bzw. gemacht habe oder was ich besprochen habe. Im realistischen Fall setze ich mich da einmal im Monat dran und schreibe das auf. Aber wer weiß, vielleicht bekomme ich es dann demnächst mal hin, das alles ein bisschen regelmäßiger zu machen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und das ist auch schon alles, was ich für mein Jahressetup quasi habe. Die nächste Seite ist schon der Januar. Sowohl bei 2022 als auch bei 2023. Ich habe es dieses Jahr sehr simpel gehalten. Ich habe es auch letztes Jahr sehr simpel gehalten. Auf jeden Fall kommt halt jetzt der Kalender quasi. Also erstmal habe ich eine Deckseite mit dem Monat. Ich habe 2022 auch einige Monate, die ich wirklich sehr ausführlich und schön gemacht habe. Mein Februar-Deckblatt ist sehr schön. Mein März-Deckblatt finde ich auch wunderschön. Oder auch das Mai-Deckblatt. Auf jeden Fall habe ich mich das bei 2023 jetzt noch nicht getraut, dort irgendwie wirklich kreativ zu werden. Einfach weil ich mich auch gerade, ich fühle mich gerade in so einer kleinen kreativen Low-Phase und habe einfach Angst, dass ich es verkacke. Also ich habe vorhin gedacht, wow, so Schneeflocken wären schön. Und dann denke ich mir so, ich kann nicht zeichnen und es wird absolut nicht so aussehen, wie es auf Pinterest immer aussieht. Deswegen lasse ich es. Ich gehe vielleicht irgendwann nochmal all in, aber gerade habe ich mich nicht
nicht danach gefühlt. Auf jeden Fall kommt als nächstes, und das ist jetzt für jeden Monat gleich, nach dem Deckblatt meine Kalenderübersicht und mein Highlight of the Day und meine Januarpläne. Das kann ich euch jetzt auch zeigen. Das ist genau das gleiche von letztem Jahr für dieses Jahr auch. Hier kann ich halt nochmal ein bisschen besser meine Termine eintragen, damit ich einfach nochmal so ein bisschen bessere Übersicht habe. Highlight of the Day finde ich so cool, weil ich halt dadurch jeden Morgen einmal reflektiere, was habe ich denn gestern gemacht? Was war cool gestern? Und auf der Seite befindet sich dann halt auch die Pläne für den jeweiligen Monat, weil ich mir ja für jeden Monat quasi auch neue Ziele setze, neue Sachen vornehme oder einfach Sachen planen möchte. Und danach kommt dann auch schon meine Tracking-Page. Und ich tracke tatsächlich mehrere Sachen. Ich tracke hier nochmal meine Stimmung. Ich habe ja eigentlich auch das Year in Pixel. Aber hier kann ich nochmal ein bisschen detaillierter tracken. Und reflektiere dann auch jeden Morgen, wie habe ich mich gefühlt, wie ging es mir. Dann tracke ich meinen Schlaf, von wann bis wann habe ich geschlafen. Und meine Habit-Tracker sind auch rechts und links aufgelistet. Ich habe mir jetzt für diesen Monat vorgenommen, dass ich jeden Morgen 10 Minuten meditiere, dass ich jeden Tag Klavier spiele, dass ich vlogge, dass ich 60 Minuten Workout mache und sei es 60 Minuten Spaziergang oder halt was auch immer. Ich habe ja eine Apple Watch, damit lässt sich das sehr gut tracken. 2 Liter Wasser trinken, super wichtig. Ich trinke nicht genug, aber ich versuche es mir wirklich anzugewöhnen. Und ich möchte weniger als 3 Stunden Screentime pro Tag am Handy, weil ich einfach nicht so viel auf Social Media und so hängen möchte. Und ja, das sind meine Habits, die ich für Januar tracke. Und ich versuche es auch diesen Monat wirklich richtig, richtig gut durchzuziehen. Also ich hoffe so sehr, dass es einfach alles klappt und dass es ein crispy, cleaner Monat wird, wo ich jeden Tag alles abhacke. Und als nächstes kommt dann auch schon der Körper quasi vom Kalender. Da habe ich jetzt halt auch wie 2022 das Overlay, dass ich meine To-Dos und Goals und eine Affirmation und Notizen am Rand habe und in der Mitte halt quasi den Kalender. Und es funktioniert halt super für mich. Gibt absolut nichts auszusetzen da dran. Und so werde ich das wahrscheinlich auch das gesamte Jahr über dann einfach durchziehen. Außer natürlich, ich finde online irgendwelche Inspirationen, wo ich mir denke, wow, das ist so viel smarter, das ist so viel cooler, so will ich das jetzt machen. Das ist ja das Schöne am Bullet Journaling. Man kann es jederzeit anpassen. Man ist selber Herr der Sache und kann das einfach entscheiden, wie man möchte. Für mich funktioniert es, wie gesagt, so super gut, deswegen bleibt es erstmal dabei. Und so sah das halt 2020 auch komplett aus. Ich kann euch hier nochmal ein paar Highlights von 2022 jetzt einblenden an Seiten, die ich richtig schön fand. Ich habe zum Beispiel auch 2022 viel mit Washi-Tape gearbeitet, was ich vielleicht auch noch vorhabe das nächste Jahr. Ich habe auch 2022 immer mal wieder Polaroid-Bilder eingefügt. Vielleicht mache ich das auch wieder, aber ich möchte jetzt erstmal so ein cleanes Setup haben, damit ich halt ganz viel Freiraum noch habe und noch keine großen Entscheidungen treffen will. Einfach weil ich mir noch nicht so ganz sicher bin, in welche Richtung ich 2023 mit meinem Bullet Journal gehe. Vielleicht habt ihr ja jetzt ein bisschen Inspiration bekommen, wie man sein Bullet Journal gut aufsetzen kann, beziehungsweise irgendwelche Ideen an Overlays. Fühlt euch auf jeden Fall frei, irgendwas davon zu kopieren. Ich bin ehrlich, Leute, ich habe auch alles nur kopiert. Ich habe alles online irgendwie mir zusammengesammelt oder von Freunden. Da ist eigentlich kaum was Originelles dabei. Aber ich finde es auch nicht schlimm, weil Bullet Journaling ist einfach eine Sache. Du suchst dir die schönsten Sachen zusammen und dann entsteht halt was ganz Neues und was Eigenes. Und genauso sollte es funktionieren. Also das war mein Bullet Journal Setup für 2023. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas davon kopieren wollt, feel free to. Und lasst mir auch gerne irgendwie einen Kommentar da, wenn ihr euch irgendwie inspirieren lassen habt von mir. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich liebe es nämlich immer, wenn ich irgendwie so einen Einfluss auf andere Leute habe, was das Thema angeht, weil ich bin sehr, sehr leidenschaftlich im Bullet Journal Thema. Ein kleiner Traum von mir ist es auch, irgendwann einen eigenen Kalender rauszubringen. Aber wer weiß, wann das möglich ist. Das war's von mir mit meinem Bullet Journal. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Lasst gerne einen Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal für mehr Videos. Vielleicht gebe ich dieses Jahr auch noch ein Update, was mein Bullet Journal angeht, irgendwann auf diesem Channel. Ansonsten seht ihr von mir dieses Jahr hoffentlich ganz viele Vlogs, weil ich es mir auch vorgenommen habe für 2023. Und ja, ciao!